Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Sacred 3. Also 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sacred 3 hier auf unserem Kanal Mare und Ralle Entertainment. Ich bin Mare und dabei ist auch der Ralle. Hallo. Hallo Leute. Man merkt vielleicht, wir sind am letzten Checkpoint wieder. Ja, wir haben aufgehört, wir haben die erste Folge schon mal hochgeladen, mal geguckt, ob alles passt von den Einstellungen her und so weiter. Ja, und dann haben wir festgestellt, fuck, Alter, wir müssen alles nochmal bis dahin spielen. Haben wir jetzt auch gemacht. Man sieht vielleicht höhere Level, höhere Punktezahlen, keine Ahnung. Jetzt bin ich wieder habe ich wieder 0 Punkte. Irgendwie ist das komisch. Ralli, du hast auch 0 Punkte, gell? Nee, ich habe 53... 53.600 und du hast bei mir hast du 67.320 Punkte. Ist auch komisch, weil vorhin hatte ich 73.000, bevor jetzt hier 0 steht. Egal, irgendwas ist da noch buggy in dem Spiel. Aber das soll uns jetzt nicht davon abhalten. Wir gehen jetzt einfach weiter. Ich habe schon Level up gehabt. Okay, mit euch ist ich echt auch nicht zu spaßen. Ihr habt meine Männer besiegt, meine Sklaven befreit und jetzt seid ihr in meinem Lager? Männer, ich zahle einen Goldsack für jeden ihrer durchtriebenen Schädel. Ja, also ein Goldsack für jeden. Das sieht doch gut an. Aber ich glaube, der hat nicht uns gemeint. Glaube ich auch nicht. Naja. Komm, mach den weg. Wo ist das Problem? Feige? Ja. Kommt doch und holt mich. Niemand kann euch aufhalten. Ja, dann holen wir ihn. Irgendwie ein ungutes Gefühl dabei. Oh, unsere Auftraggeberin hat ein ungutes Gefühl. Das ist bestimmt was Gutes. Aber die hat keine Ahnung. Genau, sag ich auch. Nein, machen wir die Kleinen. So. Oh, da haben wir das Tor, hä? Ja, ich bin ein bisschen sauer jetzt. Weil wir alles nur mit spielen mussten, das kann ich gut verstehen eigentlich. Na, nicht nur deswegen. Ich finde auch, wenn wir nachher ein bisschen mehr Zeit haben und ein bisschen mehr rumlaufen, dann können wir das mal hier erläutern. Ja. Was ich da noch gern sagen würde. So. Sag's einfach raus. Trau dich. Das gefällt mir, sagt er. Okay. Auf jeden Fall, es ist irgendwie ein bisschen komisch. Warte. Siehst du das Zeichen da oben? Ja. Da würde ich jetzt noch nicht hingehen. Sag erstmal, was du sagen hast. Und zwar, wir haben ein bisschen Schwierigkeiten gehabt mit der Lobby. Also zumindest bei mir. Und bei Mare, das Problem ist, man muss erst in das Spiel reinkommen oder erst ein Spiel starten, dann zurück in die Lobby wechseln und dann kann man erst mit seinen Freunden spielen oder mit anderen Leuten spielen. Das finden wir ein bisschen komisch, vielleicht ändern sie das noch, vielleicht kommt da irgendwie noch ein Patch raus. Das hat der Mare und ich vorhin noch bequatscht. Ja, genau, das hat uns gestört ein bisschen. Dass man einfach erst ins Spiel muss, dann wieder zurück in eine Lobby, dass man eine Koop-Lobby hosten kann. Aber für mich kommt das Spiel jetzt gerade am Anfang noch irgendwie rüber, ohne jetzt das Schlechte über das Spiel zu sagen, dass es noch ein bisschen so Beta-mäßig ist. Es ist so voll Beta-lastig irgendwie. Es ist noch nicht fertig entwickelt, so meiner Meinung nach. Also schauen wir mal nach dem ersten. Ich denke mal, hier kommt jetzt ein Endgegner. Brauchst du noch ein bisschen Geld? Ja. Habe ich genommen. Geh mal rein. Können wir eh nur zu zweit, ja. Ja, wir können, okay. So, Cutscene, denke ich. Nein, doch nicht. Was ist jetzt los? Ich denke, das war der Checkpoint. Ja, das war ein Checkpoint. Achso, meinst du, ab hier können wir jetzt wieder... Nein. Oh Gott. Da kommt er. Der gepanzerte Troll, nicht füttern. Ich muss Vorsicht. Sagen, ich hatte immer gehofft, dass es so ausgeht. Jo, Alter. Ich liebe es, den Befehl zum Knochenzermalmen zu geben. Wow. Insbesondere bei großen Trollen. Warum versuchst du nicht irgendwann mal selbst zu kämpfen? Da wollte ich platt machen. Mittlere Maustaste. Verbreite die Liebe. Sprich für einen Freund ein Kampfgebet. Ja. Mittlere Maustaste ist. Heiltran, gell? Alter, ihr bist ihr platt sofort. Alter, ist es gut? Ich kann seinen Schmerz spüren. Ja, was immer auch mal, immer ihr macht. Macht weiter damit. Wie heißt es? Mittlere. Mittlere Ding. Verbreite die Liebe. Warum? Sprich für einen Freund ein Kampfgebet. Immer
Scheiße, ich wollte gerade hier... Die grünen Punkte am Boden auch einsammeln einfach. Ja, ja, ich bin gerade hier irgendwie... Oder der etwas... Der macht gerade hier Frog Splash und so bei mir. Ja, Frog Splash. Verse of Jericho, ich weiß schon. Ja. ich wollte gerade sagen, ich muss öfters mal die Leertaste benutzen, aber... Ach so, ja, stimmt, ihr die gibt's ja auch noch. Ihr macht ihn nur wütend. Und das würde euch gar nicht gefallen, wenn er wütend ist. Ich lieg am Boden. Ja, Heiland, zack, der ist ja auch ein komischer Hund. Okay, ich lieg auch am Boden. Okay, probiere ich's mal. Boah, Morgen früh werde ich dich trotzdem noch respektieren. Ja, ich tapp die E-Taste kaputt. Verbreite die Liebe. Pam! Sprich für einen Freund ein Kampfgebet. Wow, jetzt hat er mich. Oh, jetzt sind wir beide down. Ja, jetzt sind wir beide kaputt. Er ist richtig wütend. Oh, der ist schön richtig wütend. Und Katrin hat Hunger auf... Jetzt ist er sauer. Jetzt ist er ein wenig sauer, ja. Merkt man kaum. Ich glaube, wir sollten uns mal aufteilen. Ja. Oh, jetzt mag er mich. Boah. Oh, oh, oh. Jetzt hat er uns beide wieder. Nein, der macht uns ja nichts mehr. Verbreite die Liebe. Sprich für einen Freund ein. Noch einmal. Boah, doch, der rennt durch mich durch. Boah, ich bin fast tot. Mittlere Maustaste. Yeah. Ihr habt es geschafft. Yeah. Halios ist gerettet. Boah, Alter, da fliegt Gold. Dank eurer Fähigkeiten, dem Schutz der Götter und natürlich meiner fantastischen Führung. Oh, warte mal. Hier sammelt euch eh benutzt, um fortzufahren. Ich genieße es, meine Rache zu planen, sobald ich ein paar Fischstäbchen gegessen habe. Yeah. Ich glaube, warte mal, vielleicht gibt's Dark da hier noch Face. Irgendwas. Warte mal. Dark Face, Dark Face. Was? Ja, Dark Face, Roll, Dark Roll, Face. Roll, Roll, wir trollen Roll. Den Troll. Wir trollen den Troll. Yeah, nein, Trolli, Troll. Okay, komm. Okay. Achso, E. Magic. It's magic. Oh, Auftrag abgeschlossen. Halios. Errungenschaft. Vor sich hinkichernd genießt Imperator Zayn seine Eroberung des Herzens von Ankaria. Das mächtige Artefakt ist aufs Engste mit der Welt verbunden. Das Herz bleibt nur stark, wenn das Land es auch bleibt. Doch indem er Tod und Verwüstung verbreitet, schwächt Zayn es, um es seinem Willen zu beugen. Später mehr dazu. Zayns Schadenfreude wird von Neuigkeiten unterbrochen. Der Widerstand hat nun eine Speerspitze mit einer Handvoll Helden geschickt, um ihn zu behindern. Er muss zuschlagen und sie in Blut und Feuer ertränken. Seine Worte, nicht meine. Die Zerstörung von Ankaria hat gerade erst begonnen. Doch die Helden haben sich bewiesen. Selbst nach dem Verlust des Herzens von Ankaria kämpfen sie mutig weiter, in der Hoffnung, Zayn zu entmutigen. Das Schicksal Ankarias scheint in Zaynes Händen zu liegen, doch es ist noch nicht vorüber. Pam, 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 pam. Killpunkte 9090, Schadenspunkte 37.500, Technikpunkte 49.600. Lebensrettung, was? Lebensretterpunkt 0. Endpunktezahl 69.190. Ja, was ist das sonst, Digga? Bei mir steht was anderes. Bei mir hast du 96.000 Punkte und bei mir, ich habe 73.000 Punkte. Ja, habe ich ja. 96.190. Ja, okay, da passt. Okay, du hast Killpunkte 7.960, Schadenspunkte 30.000, Technikpunkte 35.200, Lebensrettpunkt 0, Punktezahl 37.160. Was ist das? Ich denke, Lebensretterpunkte. Lebensretterpunkt. Wenn ich dich rette oder so. Lebensretterpunkt. Null. Ja. Ich muss auch sagen, ich muss jetzt eins geschehen, bevor wir hier weitermachen. Das wird ja heute ein bisschen längere Folge. Und zwar muss ich gestehen, ich bin nicht der absolute PC-Zocker. Also der Mare, der hat da mehr Fun wie ich oder kann mehr mit der Tastatur. Meine linke Hand brauche ich eigentlich eher nicht, eher wie die rechte. Naja, egal. Nimm die Fremde. Das war jetzt falsch. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach weiter und bestätigen. Hey, dann zack, hier gibt's auch noch Punkte en masse. Hey, Level 2 bin ich jetzt fast Level 3. Ich auch. Mir fehlt nicht mehr viel. So, ich denke mal, ich muss die Lobby... Die Lobby passt. Wir können jetzt einfach losen, sozusagen. Wir müssen jetzt nach Warriors. Ich würde auch sagen, wir machen jetzt diese Folge die komplette Welle hier noch, also das komplette Level. Oder wir machen jetzt halt einen Schnitt und machen morgen in der dritten Folge
das nächste komplett. Dass wir immer jetzt komplett immer eine komplette Map machen, sozusagen. Ich würde so, sagen... Ich sag mal, dass wir so aufnehmen, weißt? Ja, ich würde jetzt sagen, wir machen das aber noch, oder? Dann machen wir eine lange Folge, dann machen wir das komplett und dann ab morgen die neue, eine neue Map. Jawohl. Okay, machen wir es so. Leute, ihr macht euch drauf gefasst, eine ganz lange Folge. Sehen? Was? Ja, drück du mal kannst noch mal hin und her switchen. Zack, yeah. Okay. Yeah. Ja. Schauen wir uns mal die Map an, genau. Schau mal, so groß ist es gar nicht. Ja, geht. Machen wir 100 Folgen und gut ist. Hier ist noch ein Portal in irgendein anderes Land, glaube ich. Ja, dann schauen wir mal. Jetzt machen wir erstmal hier. Alter, zack. Alter, machen wir das noch geschlossen. Mal. Gucken wir. Da unten ist noch ein geschlossenes Portal. Ja. Also. Na gut, Ich bin dabei. Starten. Go. Speichervorgang. So, hier der Ladebalken, der füllt sich auch extrem schnell wieder mal, weil ich weiß auch nicht. Hier schee langsam Ladebalken. Oh, was war das? Hast gerade Wasser aufgemacht? Holle! Der redet nicht mehr mit uns, der lässt mich allein. Plopp. Guck, 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 guck. So, der Radio drin, glaube ich, gerade ganz heimlich was. Also so, dass es keiner merkt. Bei mir kommt gerade ein Video. Was? Bei mir kommt Video. Ach so, ja, bei mir nicht. Deswegen labere ich, aber ich habe hier einen ewig langen Ladebalken. Ach so. Du musst wahrscheinlich dann nachher am Ende vom Video auf mich warten. Aber genieße es schon mal. Ich sehe es wahrscheinlich gleich. Oder dann, ich sehe es vielleicht nicht, weil es ja bei dir kommt. So, 3, 2, 1. Was ist mit Arya? Sie schmollt wegen dem Herzen von Ancaria, aber das ist nicht deine Sache. Deine Aufgabe ist es, Zane aufzuhalten. Hier geht's los. Auf der Insel Warriors. Dort liegen die Überreste legendärer Saphiri-Helden. Beschützt von einem ruhenden Vulkan. Ich unterbreche nur ungern, aber er ruht nicht mehr. Die Natur scheint auf den Verlust des Herzens zu reagieren. Und Kartells Männer sind im ganzen Land auf Plünderzug. Dann sollten wir es ihnen so richtig schwer machen, oder? Genau, so richtig schwer machen. Oder? Irgendwie habe ich es nicht hinbekommen, euch in Kartells Nähe abzusetzen. Aber wenn ihr der Spur der Zerstörung folgt, dann findet ihr ihn gewiss. Du Anfänger. Leider. So, und wie war das? Wie war der Videoclip? Der Videoclip war so ein bisschen feurig. Feurig? Gegner, yeah! Er rennt nach hinten. Hey? Achso, das sind ja Zivilisten. Jetzt hat er Gegner. Geh nah ran und nagel den Typ. Oh nein! Seht nur, was er mit diesem Bauernhof gemacht hat. Was? Ganz zu schweigen von den Saphiri, die in panischer Angst fliehen. Ihr müsst etwas unternehmen. Die Götter werden ihnen ihre gerechte Belohnung geben. Boah. Und von mir gibt es einen Vorgeschmack. Ja, kommt her, alle zu uns. Pam! Mein Gott, die sind zu einfach langsam. Ja, ich weiß nicht. Sollen wir da mal... Hey, ich würde bei der nächsten Folge, warte mal, bevor du hier vorläufst. sollen wir mal bei der nächsten Folge mal den Schwierigkeit dann bei der nächsten Aufnahme. Ja, machen wir ein bisschen Schwierigkeitsgrad hoch, hast du recht. Ja. Zerstörung! Tod! Genau was ich mag! Zu schade, dass ihr mir das nicht gönnen wollt. Richtige Idee. Schnapp dir so einen Gegner. Mit E und schmeißen eine Bombe. Das gefällt mir. Arm. Gute Arbeit bei der Rettung des Hofs. Aber Kartell ist hier noch nicht fertig. Wir müssen herausfinden, was er sucht. Rettung des Hofs. Der Hof ist zerstört. Was ist da gerettet? Brauchst du ein paar Lebenspunkte? Ich weiß nicht, hier liegen sie so rum. Nee, ich brauche eigentlich nichts. Okay, hier wäre ein Checkpoint. Was ist hier hinten? Eine Truhe. Eine Truhe, glaub mir, ich kenne das Spiel. Schau, sag ich. Ich kenne das Spiel echt nicht, ich habe es noch nie gespielt. Ich weiß trotzdem, wo was ist. Random. Ja, immer, weißt du, bei jedem Let's Play, was ich mache, auch bei Brothers, ich weiß immer sofort, wo es lang geht. Fallen! Oh, fiese Fallen voraus. Alter. Lasst euch nicht zerschnetzeln. Lasst euch nicht zerschnetzeln, das gehört, ihr wilden Schnitzel. Oh. Also, ja, machst du das mal. Ich will aber die andere Richtung. Joa.
Ja, du mit deinem dicken Hammer, weißt du? Sexy. Sexy. Oh Mann, dann hören die halt weg vom Gegner, weißt du? Wow. Boah, Alter. Bist du gerade aufgestiegen, oder? Dort oben auf dem Berg müsste ein Dorf liegen. Ich wette, Kartell will dorthin. Digga, bist du aufgestiegen? Nee, aber ich... Irgendwas mit dem Lieblingsgeist, Alter. Die singt irgendwas für mich. Was mit deinem Lieblingsgeist? Ja, die Alte hat gerade für mich gesungen irgendwas. Ich bin ihr Lieblingsgeist oder sowas. Oh, das habe ich nicht gehört. Boah, Alter. Der Vulkan, ich mag dich. Aber er bricht aus. Aber die Lava ist keine große Gefahr. Die Erdbeben jedoch schon. Gebt auf euch Acht. Und ich dachte schon, mein Magen grummelt. So, ich würde aber auch sagen, beim nächsten Mal hoste ich, dass man auch mal die Sprüche von der Hübschen hier hört. Nee, weil ich glaube, ich weiß, warum sie das gesagt hat, weil ich dich überholt habe. Ah, ich bin froh, dass das vorbei ist. Das Erdbeben, nicht Kartell. Er jagt die letzten Überlebenden aus dem Dorf. Ja, hau ruhig willkommen ab. Auf meiner Insel. Ja, ich brauche Gegner, dieses weißt du? Das bewaffnete Begrüßungskomitee wird euch überholt, hast du selber gesagt. Die sehen nicht gerade freundlich aus. Ah. Ich bin Level Up. Ich auch. Ich bin noch zu haben und könnte dein Lieblingsgeist sein. Ich bin noch zu Barrikaden. Haben. Zu schade, dass sie die nicht hatten, bevor Kartell aufgekreuzt ist. Nicht jeder kann spüren, was kommen wird. Obwohl jeder einschätzen können sollte, was ich als nächstes mache. Alter, ich kann reden. Die hat eine Stimme, hast du es gehört? Super. Hast du gehört, wie sie geredet hat? Nee. Oh, und ich habe jetzt auch das Lied gehört. Gut. Ich bin noch frei und könnte dein Lieblingsgeist sein. Da hinten ist nur Gold. Gold, Gold, Gold. Oh, ich brauche. Oh, Junge! Das Ding ist auch. Eigentlich ist da. Bist du da jetzt vorbeigekommen? Ich bin da durchgelaufen einfach. Ist so ein. Ich bin ein Engel, weißt du? Ich möchte gern wissen, ob man da auch eine neue Waffe kriegt oder. Ja, das würde mich jetzt auch endlich mal interessieren. Ich glaube nicht, dass ihr durch diese Tür kommt. Find den ich Schlüssel. Kann es kaum erwarten zu sehen, wie ihr da wieder rauskommt. Im Heuhaufen. Unterhaltet mich. Ich hasse es, wenn er recht hat. Aber dieser Elite-Soldat könnte einen Schlüssel bei sich haben. Also? Du hast da einen Freund? Ja. Mit dir mache ich es besonders gern. Und was mit mir macht es besonders gern? So. Da ist der Schlüssel. Da ist er ja. 1:0 gegen schwache Sicherheitsmaßnahmen. Schlüssel öffnen Türen. Und dann noch mit dem Schwert dagegen brettern, okay. Mal pauschal alles mitnehmen. So. Pum, pum. So, alles, was es umsonst gibt. Super. Der rennt da einfach durch? Ja, ich bin lang genug in dem Kreis. Nette Aussicht auf Kartells Ziel. Die alten Saphiri-Ruinen? Aber die Beute ist doch hier im Dorf. Einfach mal durchrushen. Wenn du mal stehen bleibst. Wenn du. Warte, was? Wir rushen ja nicht. Es ist so, das ist verbreite die Liebe. Sprich für einen Freund ein Kampfgebet. Machen wir das gerade. Wow. Oh, es sind ein paar mehr geworden. Naja, nicht wirklich. Also, mehr ist anders. Ach, Baby. Ah, das Gegner-Dings da macht man auf die Gegner. Also, das böse Zeitlupenteil da. Ah, geht es auch auf die... Die Gegner bleiben dann da auch stehen. Ah, okay, okay. Gut zu wissen. Also bitte, der Typ, den mag ich gar nicht. Hallo? Was ist los? Hallo? Ah, ich drück dauernd die falsche Taste. So, wo haben wir noch Gegner? Verbreite die Liebe. Okay. Sprich für einen Freund ein Kampfgebet. Oh. So eine Sau. Nein. So, hier geht's weiter. Ich guck mal, was meine Mutter sagt immer, dass Berge aus Gold und Flüsse aus Silber in den Ruinen verborgen sind. Zumindest scheint so mancher das zu glauben und Kartell scheint einer von ihnen zu sein. Ich möchte in die Flüsse deiner Augen eintauchen. Oh Gott. Ach Mist. Das hat irgendwie nicht gepasst. Hast du es gerade gehört? Wenn ihr nur vorher herausgefunden hättet, wohin ich unterwegs war.
Viel Erfolg bei meiner Verfolgung. Ich will ihn einfach nur erledigen. Oh, seht mal, rechts neben dem Tor. Diese kleinere Tür ist verschlossen. Meint ihr, er hat den Schlüssel einem seiner Elite-Soldaten gegeben? Nein, glaube ich nicht. Wo ist sein Elite-Soldat? Da. Wow, bist du wieder aufgestiegen? Yeah. Aha. Exekution. Ja, ich weiß nicht, irgendwie ist es. Es ist leicht eigentlich. Ja? Gefällt mir. Find ich. Wow, also ein bisschen, der lässt Bomben auf uns fallen. Da, dieser Elite-Soldat. Ja, aber du hast schon recht. Seine Männer, dann kämpft er vielleicht auch selbst. Welche, was? Irgendein Elite-Soldat. Ja, der oben drauf, denke ich. Ja. Wir müssen einfach den seine Handlanger kaputt machen. Denkst du? Ja, hat's ja gesagt. Gut. Die Opfer hier halt. Ey. Verbreite die Liebe. Sprich für einen Freund ein Kampfgebet. Das hat geklappt. Jetzt kann er sich hinter niemandem mehr verstecken. Oh, jetzt kommt so kleine Hoffen wir, dass er den Schlüssel hat. Mit dir mache ich es besonders gern. Wow. Power-Move hat funktioniert. Jawohl. Erledigt. So, wir haben ihn. Probiert den Schlüssel an dieser Tür aus. Ja, der passt. Lasst wahrscheinlich nicht. Lasst uns Kartell überraschen. Passt er? Passt. Jawohl. Sogar so gut, dass ich durchs Tor durchglitschen kann. Grafikeffekt meschisch, weißt du? Na, komm. Was willst du? Na, da war Leben noch, aber ich habe ja eh voll. Achso, ich auch. Uff. Na toll. Genau das, was wir brauchen. Noch eine Eruption. Ja. Das wird ein harter Ritt. Jo. Überlass das lieber den großen Jungs. Den großen Jungs? Ich bin nicht mal ein Junge. Ich finde es ja eh so geil, irgendwie mit der 2D, 3D-Grafik. Aufgepasst! Der Vulkan fackelt nicht lange. Ich bin heiß auf dich, Baby. Ach Gott, Alter, jetzt ist gut bald mit den Kommentaren. Also, echt der Typ ist peinlich. Bin es ich? Ich bin heiß auf dich, Baby. Ich kann nicht mal so reden, ohne dass ich es kratze. Das im Hals, weißt du? Ich glaube, ja, das ist. Ich weiß es nicht. Entweder du oder der Gegner oder. Ja. Brennst du? Nee. Ich bin noch voll safe. Ich bin heiß auf dich, Baby. Oh, ich brenne voll leicht nicht. Genau so. Ihr habt es geschafft. Ich habe mir auch gar keine Sorgen gemacht. Naja, nicht viele. Ja, jetzt auf einmal. Jetzt kann man mal Lebenspunkte sammeln. Da sind noch welche, wenn du noch brauchst. Ja, wäre nett. Nimmst du? So, voll. Reicht, gut. So, dann. Der, also der. Hä? Der regt mich auf. Labert da so viel. Raus aus der Lava, hinein in die Fallen. Ja! Nein! Verbreite die Liebe. So. Sprich für einen Freund ein Kampfgebet. So, hier. Ist hier mal Ruhe. Na? Die Falle hat euch nicht einmal ein kleines bisschen ausgebremst? Nein. So langsam verderbt ihr mir den Spaß. Tja. Ich muss mehr Männer schicken. Nein. Ja, mach. Erinnert ihr euch noch an den Feuerregen? Er ist wieder da. Ja. So, das ist schon mal gut. Weil die Kleinen, die stressen schon ein bisschen. Sind zwar übelst leicht. Ja. Ein Schlag weg. Aber die Menge, die Masse macht's halt, weißt du? Ja. Du bist da vorne in Action, oder? Ja, ich bin da vorne voll in Action. Aber okay. Bald habe ich nichts mehr. Sauber! Alles bald weg. Ich dachte, er will Truppen schicken. Ja, keine Ahnung. Ja, ich glaube, das ist, weil es auf einfach ist, ist wirklich einfach. Verbreite die Liebe. Sprich für einen Freund ein Kampfgebet. Bitte, Digga. Was denn? Im Ernst? Verbreite die Liebe. Sprich für einen Freund ein Kampfgebet.
Weiß ich nicht, habe ich nicht gesagt. Hast du gesagt. Das hat er gesagt, nicht ich. Das hast du gesagt. Okay. Auch wenn du es nicht glaubst. Bremsen meine Männer euch aus? Und ich hab fast gedacht, dass ihr eine Chance hättet, als Erste die Schatzkammer zu erreichen. Aber der Maria? Klar, er hat Leute versklavt, sie aus ihrem Zuhause vertrieben, aber er wird noch bekommen, was er verdient. Da kommt einiges auf ihn zu. Irgendwas von Ausbremsen gemeint. Keine Ahnung. Haben wir auch die Ruinen. Das muss eine großartige Stadt gewesen sein, bevor sie vom Vulkan zerstört wurde. Hey, du hast es verloren. Was denn? An Geschwindigkeit. Hey, Mare, könntest du mal ein bisschen warten auf mich? Entschuldigung, hier sind so kleine Muckerpucke. Deswegen habe ich wahrscheinlich so viele Punkte, weil ich immer vorlaufe. Ja? Ich bin wie Sarazar. Ja. Entschuldigung, dass ich mal den erwähnen muss. Verdammt, zu spät. Ich schätze, ihr könnt nicht einfach durch diese Lavawand laufen, um ihm zu folgen. Nein. Das muss ein antikes Energieschloss sein. Achso, da muss man benutzt kämpfen. Es. Mit eurer Energie solltet ihr das Tor öffnen können. Okay. Ja, was ist jetzt da los? Moin. Muss jetzt aufladen hier. Das mach ich doch. Okay, du musst mich... Hä? Dann musst jetzt du... Ah, ich hab keine Energie mehr, Digga. Du musst aufladen. Das sind die gelben... Gelb oben da. Ja, dann halt sie doch mal. Ja, das kam jetzt alles zu plötzlich. So. Das gefällt mir. So, bin auch wieder fertig. Ja, eilt zur Schatzkammer, bevor Kartell einen Notausgang findet. Ach, Baby. Das gehört. Ja. So, Retter. Können wir da rein jetzt? Weiß nicht. Geh ich halt mal. Ja, geht nicht. So muss ich damit. Ja, geh mal. Geht's nicht. Da runter. Da ist doch eine Treppe, Mensch. Ach so. Siehst du doch. Der läuft durchs Feuer. Schaut aus wie ein Flex. So. Oh, oh nein. Ist der nicht rein? Nein. Ich gehe drüben wieder hoch. Okay. Nein, komm, jetzt gehen wir rein, die Leute warten. Warte mal, gibt's vielleicht hier noch eine Kiste oder so? Also, hier versammeln, um weiterzukommen. Dieser magische Kreis ist ein Checkpoint. Wird uns noch erklärt, weißt du? Wo gehst du denn hin? Vielleicht gibt's da. Ja, da gibt's so eine kleine Treppe da, wo man Headglitchen kann. Headglitchen. Du Headglitcher. Wir kennen einen Headglitcher, das ist der Kills. So. Und schon wieder läuft er vor. Ja, ich bin jetzt, ich muss eh in dem Kopf warten, weißt du? Der Totenkopf-Symbol da. Jetzt kommt eh der Endboss und dann haben wir es geschafft. Ja, Gesundheit. Okay. Okay. Warte mal. Ich muss hier erstmal wieder WSD finden. Fertig. Kann ich jetzt weiter? Naja, ich bin schon. Oh Gott. Oh Gott. Boah, da. Was ist denn das? Das Cerberus. Wie ein Kater ein Eier kocht, was? Aber wie ein Kartell Eier kocht. Wisst ihr was? Wenn ihr den Schatz so sehr wollt, dann nehmt ihn euch. Nehm ich auch. Alter. Ach, er hat Alter, eine Art antiken los? Wächter geweckt und überlässt euch den Kampf. Wow. Feine Geste, Kartell. Spinnt der? Was auch immer ihr gerade macht, macht damit weiter. Ja, okay. Noch einmal. Verbreite die Liebe. Sprich für einen Freund ein Gebet. Ja, sonst geht's dem... Nicht auf mich. Jetzt hör doch auf. Wo schießt denn der jetzt hin? Keine Ahnung. Oh, da sind hier so grüne Dinge. Ich weiß nicht, brauchst du? Nee, ich brauch nichts. Okay. Au! Der hat Überroller gemacht. Relaxo macht Überroller. Falsches Spiel, Kollege. Feuer mit Feuer bekämpfen. Immer gut. Ich mach die mit Blitzen. Die Hälfte habt ihr. Die Hälfte haben wir. Hoffe ich. Jawohl. Noch einmal. Ja, jetzt haut er natürlich ab. Der Wichser. Verbreite die Liebe. Sprich für einen Freund ein Kampfgebet. Komm du mit deinem BGB da. Geh sterben. Wo ist er denn? Hier in der Mitte. Das sammelt euch in der Mitte. Boah. Morgen früh werde ich dich trotzdem noch respektieren. Hey, ich muss auf die E-Taste rumtappen. Jetzt, pam. Ach, hab ihn.
Hammer! Palm in your face. Jammer, neue Waffe. Waffe halt die Geschichte. Sühne. Wieder. Und der Schatz gehört jetzt uns. Arya, so. Wir sind keine Diebe. Dieser Schatz gehört dem Volk der Saphiri. Und wir werden uns nicht daran vergreifen, oder? Tut mir leid. Ich habe mich hinreißen lassen. Das Kartell mit leeren Händen geht, muss reichen. Für den Augenblick. So, und wie wechselt man die Waffe? Oder hat man die einfach? Ich weiß auch nicht. Komm mal her, lass mich angreifen. Keine Ahnung, ich glaube, vielleicht jetzt hat. Vielleicht wird es uns jetzt erklärt erst. Ah, okay. Probieren wir es aus. Auftrag abgeschlossen. Warriors Krieger. Also Schwierigkeit Krieger. So, willst du diesmal vorlesen? Soll ich? Ja, mach du. Also, Killpunkte Player 2, das bin ich. Killpunkte 12.980, Schadenspunkte 36.500, Technikpunkte 35.400, Lebensrettpunkt 0, Endpunktezahl 48.880. Und der Ralle hat Killpunkte. 84.000, mein Freund. Was habe ich gesagt? 48. 48. Ja, ist das gleiche, nur ein Zahlendreher drin. So war die Donau und so auf, ein bisschen kürzer als sonst. Achso, okay. Killpunkte beim Ralle 19.360, Schadenspunkte 38.500, Technikpunkte 24.500 und Lebensrettpunkt 0. Endpunktezahl 82.360. Nein, 28.360, jetzt hat. Jawohl. Jawohl. Also, dann bestätigen wir. So, ah, ja, neuer Auftrag erledigt. Pam. 10% EP und Goldbonus. Bam. Und die Sühne habe ich erhalten. Elfe erweckt, Weiland, zack, hey. Boah. Was ist denn jetzt los, hey? Level 3. Ich habe einen Sonnenspalter erhalten. Du bist Hammer. Wie du dich bewegst in dem Outfit und so. Jetzt hat, wie kann man hier Charakter? Ja, Mann. Itemshop. Ah, Fähigkeiten und Ausrüstung. Ja. Ich hab's gefunden. Wo muss ich hin? Also, hier, du gehst auf deinen Namen und dann auf Charakter. Ah, ja. Jetzt hat Fähigkeiten, Ausrüstung, Kampfkünste, kann man da schon was? Blitzschlag, heiliges Wort. Wann kann ich das? 750. Ja, das wird mir auf jeden Fall mal, ich glaube, besser gefallen. So, bestätigen. Zurück. Und da wäre Himmelslicht. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Auf jeden Fall mal. Wir müssen jetzt hier mal das ausweichen. Können wir ja schon. Auch wiederbeleben. Exekution. Haben wir das? Achso, das wäre passiv. Okay, das können wir wahrscheinlich auch schon. Okay, jetzt hat mal eine neue Waffe da. Was macht die? Hat die besser irgendwas? Die ist genau dieselbe Scheiße. Oh, hier gehen wir auch durch. Ah, okay, muss ich gar nicht immer zurückgehen. Okay. Also, machen wir den ausrüsten. Und hier. Kampfmagier oder die Elfe? Wo ist der Unterschied, Schätzele? Aber man kann erst bei manchen Leveln erst hochpushen. Ja. Ich kann ja so gut wie fast gar nichts machen. Doch, Level 4. Bei Angriff besteht eine Wahrscheinlichkeit von 20%, einen Kettenblitz auszulösen, der viermal überspringt und 50% des Schadens einer Angriffskette verursacht. Energiekugeln geben dir 25% weniger Energie. Okay, und die Elfe macht... Teammitglieder erhalten 10% mehr Gesundheit von Geisteskugeln. Von Gesundheitskugeln. Scheiße. Gesundheitskugeln geben dir 10% weniger Gesundheit. Ah, okay, das ist also wirklich ein Koop-Teil. Das heißt, ich krieg weniger Gesundheit, der Ralle bekommt mehr Gesundheit. Schau mal, wie breitbeinig die da steht, Alter. Entschuldigung, bin kurz abgelenkt worden. Ah. Nee. Ich bleib beim Kampfmagier. Dann kriegen wir also alle gleich viel, sozusagen. Hier irgendwas, was... Ah! Ja, ich kann... ein paar Sachen erst ab Level 5 freischalten, wenn ich... Okay. So, ich guck noch mal ganz kurz in der Lade, weißt du, in der Item-Shop. So, was kann man denn... Es kann nicht noch mehr davon gekauft werden. Ach so, wir könnten hier... Ah. Das war's, wir können einfach nur... Okay. Ja, okay, das ist ein Spielerprofil, das interessiert hier keinen. So, Item Shop. Wir können wirklich nur das da erst. Okay, gut.
Na, ich würde sagen, wir machen das hier noch fertig und beenden die Folge jetzt halt hier. Und wir sehen uns einfach dann morgen wieder. Wenn wir, ich schau mal ganz kurz, was kommt dann morgen dran? Hier, Hafen von Pelias, glaube ich. Oder die verborgene Grotte. Ah, wir müssen den Weg jetzt hier lang gehen, genau. Die verborgene Grotte machen wir morgen. Bis dahin sagen wir, ciao Leute. Ciao Leute.